Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich muss euch weiter runter machen. Und zwar habe ich Post bekommen. Ich habe getauscht mit der lieben Persephone. Und wir haben schon mal einen kleinen Tausch gemacht und da sind wir auf die Idee gekommen, naja, wir könnten uns ja so eine Valentinsbox gestalten. Aber wir sind dann übereingekommen, dass es besser wäre, wenn wir das auf Ostern verschieben. Und jetzt haben wir einen kleinen Ostertausch ausgemacht. Und mein Paket hat mich heute erreicht. Ich freue mich riesig. Ich kann euch leider keinen Kanal verlinken, weil sie keinen YouTube-Kanal hat. Aber ich werde euch ihr Instagram-Profil versuchen, irgendwie in die Infobox zu setzen. Und dann könnt ihr da mal gerne schauen. Liebe Persephone, dein Paket ist unterwegs. Ich habe es dir geschickt. Ich hoffe, dass Hermes schnell genug ist und es irgendwie noch schafft vor Ostern. Es ist alles gerade ein bisschen schwierig in dieser Zeit. Also, aber es kommt garantiert. Und vielleicht kommt es dann ein oder zwei Tage nach Ostern. Ich hoffe so sehr, dass es dich noch rechtzeitig erreicht. Aber bei uns ist es gerade alles ein bisschen schwierig mit diesen Paketshops und so. Und es haben nicht immer alle geöffnet. Und es ist auch so, dass unser Hermes-Shop hat zwar geöffnet, aber nur noch alle 2 Tage. Und ach, das ist alles ein bisschen schwierig gerade. Ich hoffe so sehr, dass es irgendwann mal wieder alles normal wird. Aber ich habe jetzt mein Paket bekommen und das möchte ich jetzt mit euch gerne auspacken. Ich möchte euch gerne daran teilhaben lassen, was ich alles bekommen habe. Und ich muss euch das jetzt schon mal so zeigen, weil das so süß eingepackt ist. Schaut euch das mal an. Oh, mit Osterpapier. Ich hatte kein Osterpapier. Ich war zu spät dran. Ich habe kein Ostergeschenkpapier gekauft und jetzt habe ich halt einfach eins mit Donuts genommen. Aber das ist auch frühlingshaft und bunt. Dann schauen wir einfach mal, was sie mir hier reingemacht hat. Hier hat sie mir so eine ganz eine süße, tolle Tüte gemacht mit diesem Papier. Ich möchte das irgendwie gar nicht aufpacken. Ah, sie hat es so gemacht, dass man das unten aufpacken kann. Hoffe ich mal zumindest, dass ich das jetzt nicht kaputt mache. Dann kann ich das nämlich dann nachher. Oh, sie hat, oh, wunderschön. Schaut mal, sie hat ganz tolle Blümchen selber gemacht. Das ist ja auch mal eine tolle. Und ich habe das jetzt einfach weggerissen. Oh Gott. Okay, wir fangen an. Glitzersteine. Super. Lieben Dank, meine Süße. Da freue ich mich, weil die gehen echt immer. Und hier haben wir quasi so Bottle Caps. Ich weiß, dass die manche auch selber machen. Ich habe es jetzt selber noch nie probiert. Da hat sie mir so einen kleinen Loaded Envelope gemacht. Jetzt hole ich da einfach alles mal raus. Dann können wir uns das mal schön anschauen. Sieht sehr, sehr süß aus. Ist da noch was? Nee, das steht da. Also die Blumen finde ich echt eine tolle Idee. Ich habe es ja gleich weggerissen. Total süß. Also sehr nett. Und auch ganz das Papier ist auch sehr schön. Ja, mit Glitzer. Sehr schön. Frühlingshaft, oder? Da geht einem richtig das Herz auf. Ja, was haben wir hier? Oh, das ist super. Meine Güte, hier haben wir ganz viele Streudekoteile und zwar in extrem genialen Farben. Die kenne ich jetzt so noch nicht. Ich habe wohl die rosanen Blümchen schon mal gesehen, aber so die Schmetterlinge und das ist in Kombination sieht es richtig toll aus. Also sehr, sehr schön. Oh, wow, was haben wir hier alles? Oh, meine Güte. Ach du meine Güte, sind die süß. Ach du Jemini. Ach du grüne Neune, das sind ja Sticker. Also wo hat sie denn die her? Die sind ja süß. Schaut euch das mal an, wie goldig. Ja, die werde ich jetzt auf jeden Fall vielleicht noch eine oder zwei benutzen, wenn ich für meinen Neffen, den ich ja leider auch nicht sehen kann, ein kleines Geschenkchen mache. Die ist süß, die Karotte. Die ist ja echt niedlich. Total süß. Ja, total nett. Vielen lieben Dank. Verrat mir mal, wo du die her hast. Die habe ich so noch gar nie gesehen. Und ich finde die echt mega süß. Ich werde die mir auf jeden Fall aufheben, weil Ostern kommt ja nächstes Jahr wieder und ich hoffe dann auch mit normalen Umständen. Ja, die hier, die kenne ich. Die habe ich auch. Die finde ich auch sehr, sehr niedlich. Ich habe die eigentlich aufgehoben. Ich habe die letztes Jahr am Sale gekauft und ich habe eigentlich gedacht, ich kann die dieses Jahr an meine Geschenke hinmachen. Aber irgendwie, ich habe jetzt ziemlich viel weggeschickt. Wir wollten uns eigentlich alle sehen, aber irgendwie hat es halt jetzt, ja, nicht hingehauen. Ihr wisst es ja selber. Und hier ein mega krasses Blau. Das
kommt in der Kamera gar nicht so krass rüber, wie es ist eigentlich. Wobei in der Kamera sieht es schon auch krass aus. Sehr cool mit diesen Bommeln und diese Troddeln hier, diese Quasten, sehr cool. Und was haben wir denn hier? Ach, das hat ein bisschen gelitten. Das ist quasi so ein Häschen. Das ist hier nur so ein bisschen verdrückt. Aber das ist nicht so schlimm. Das werde ich nachher reparieren. Sehr süß. Das gefällt mir. Ja, sehr süß. Vielen lieben Dank. Oh, was haben wir denn hier? Ja, cool. Das ist ja ein geiles Teil. Das ist ein Schaf. Das ist der. Ich hab schon so oft sowas von euch bekommen. Ich habe auch schon mal hier so ein Einhorn bekommen. Und ich benutze den auch. Ich habe da nicht mal mehr dieses Teil. Das ist, glaube ich, das Gleiche quasi. Das ist so geil. Und ich liebe ja diese Stifte. Also ich habe ja da schon eine ganze Sammlung. Ich zeige die euch mal. Guckt mal, das sind alles Stifte. Hey, und sind die denn nicht cool? So puschelwuschel. Ich muss die immer nur wegstecken, wenn nämlich meine Katzen die sehen, dann spielen die mit dem. Und den habe ich auch mal noch bekommen. Das sind auch alles Stifte. So süß, oder? Das Schaf. Steffi, guck mal. Dieses verrückte Schaf schreit. Genial. Also mega cool. Vielen Dank. Da freue ich mich riesig. Ja, über sowas freue ich mich total. Da kann man mich echt glücklich machen. Mit so, eigentlich so, ja, so. So lustigen Sachen halt. Ich finde es mega. Ich finde es echt mega. Oh mein Gott, du hast so viel eingepackt, meine Liebe. Jetzt schauen wir einfach mal. Dieses Papier ist so ultra süß. Also da. Das finde ich echt niedlich. Persephone ist auch so ein Schnäppchenjäger. Sie geht auch immer total gerne auf den Flohmarkt und findet da auch immer solche Sachen. Das ist unglaublich, was sie immer alles findet. Wenn sie das dann immer auf Instagram postet, dass sie wieder was gefunden hat auf dem Flohmarkt, denke ich mir immer, ich weiß gar nicht, bei uns auf dem Flohmarkt, ich habe da noch nie Bastelsachen entdeckt. Oh, das hast du aber gut eingeklebt. Was sind denn das hier? Das sind Eierschalen. Eierschablonen. Ach, das ist ja cool. Die haben ein bisschen gelitten. Die mache ich mal auf. Ah ja, das geht noch. Das ist ja total witzig. Da kann man quasi ein Ei reinlegen. Ich habe jetzt leider nur kein Ei da. Ich habe jetzt auch nichts, was ein Ei ähnlich ist. Aber auf jeden Fall stellt ihr euch das einfach vor, da legt ihr dann das gefärbte Ei oder so rein, dann könnt ihr das betupfen. Das ist mega cool, das werde ich auf jeden Fall mit meinem Neffen testen. Das werden wir halt nächstes Jahr erst testen können. Aber das finde ich mega. Ich hole jetzt da nur mal alle raus, weil die so ein bisschen zerdrückt schon sind. Das ist halt mit der Post immer, gell? Ja, total süß. Also richtig, richtig eine nette Idee mit den Gänschen. Das sieht so süß aus. Also da haben wir hier so Gänschen und dann haben wir hier ein Häschen. Da muss ich das noch ordentlich wegschneiden. Das hängt da. Und was haben wir hier? Nochmal ein Hoppelhase. Das sieht doch so süß aus. Und eine Ente. Passt auch gut zu Ostern. Dann haben wir hier die typischen Muster, die so ein Osterei einfach hat. Finde ich auch sehr süß. Und hier haben wir nochmal kleine Quacki-Entchen. Sehr cool. Also die werde ich auf jeden Fall benutzen, wenn ich dann mit meinem Neffen zusammen jemals wieder Ostereier machen kann. Also die Zeit wird bestimmt auch wieder kommen. Also du hast jetzt nirgends irgendwo was hingeschrieben, von wegen nicht auspacken oder als erstes oder wie auch immer. Deswegen nehme ich es jetzt einfach nach der Reihe raus. Was haben wir hier? Oh, ein kleiner Hase. Ach Gott, ist das süß. Ach Gott, ist das süß. Ach Gott. Oh, der ist auch so ganz weich und so. Bisschen irre mit diesen Augen. Aber cool. Der ist süß. Ja, den stelle ich mir hierher. Der kann dann ein bisschen bei mir noch zuschauen, solange noch Ostern ist. Dann kommt er wieder in die Osterkiste. Der will gar nicht sitzen. Du musst da sitzen, wenn ich das sage. So. Sehr cool. Oh, was haben wir hier? Hier ist was Schweres. Mache ich erstmal noch das Kleine auf. Da hat sie mir noch was Kleines
mitgeschickt. Die Post habe ich noch gar nicht gefunden. Vielleicht kommt da noch eine. Wir müssen schauen. Da haben wir, Blumenstanzteile oder so. Das sind keine Stanzteile, sondern das sind quasi so, ja, Elemente, Stanzelemente. Sehr, sehr süß. Richtig toll. Auch ein bisschen leicht mit Glitzer. Ja, sehr schön auch so jetzt für die Frühlingssachen. Für die Frühlingssachen. Frühling ist ja jetzt einfach auch. Bei uns ist so schönes Wetter, aber es geht heute ein bisschen in ekliger Wind. Also deswegen kam mir das jetzt gerade recht, dann kann ich ein bisschen noch reingehen. Sonst habe ich fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich drinnen bin. Ich bin ja bei dem Wetter eigentlich immer nur draußen zu finden. Oh, ich habe einen kleinen Block bekommen. Ach Gott, ist der süß. Der hat Häschen drin. Ach je. Machen wir mal so. Ach Gott, ist das süß. Da sitzen die Häschen in der Tasse. Oh, ist das niedlich. Oh, und jetzt ist Ostern schon bald vorbei. Ach, total süß, ja. Oh, goldig. Ja, sehr süß. Den kenne ich gar nicht. Der ist von Teddy, so wie es aus. Ach Gott, ist das niedlich. Ach Gott, ist das niedlich. Mit viel Geduld kann man sich die auch ausschneiden. Der ist ja auch herrlich. Ach, das sieht auch schön aus. Richtig schön. Sommer, also frühlingshaft, österlich. Total süß. Ja, finde ich voll toll. Ach, der Dicke ist ja auch nett. Das ist ja auch ein süßer Hase. Das ist so ein bisschen hippie-mäßig. Cool, den kenne ich nicht. Den habe ich noch nicht gesehen. Aber ich war in letzter Zeit auch nicht so einkaufen. Ich war immer viel beim Arbeiten und jetzt ist ja alles dicht. Jetzt müssen wir ja erstmal schauen, dass wir das alles gut überstehen und dass wir alle schön gesund bleiben. Und dass wir auch alle ja genügend Klopapier zu Hause haben. Das ist sehr wichtig. Oh, was haben wir hier? Oh, hier hat sie mir Weihnachtssticker eingepackt. Ja, cool. Ja, das macht gar nichts. Weihnachtssticker, das macht gar nichts aus. Ach, die hast. Ah, sie ist. Ah, das ist auch so ein Schnäppchenfuchs. Ich finde es immer toll, wenn jemand Schnäppchen machen kann. Da denke ich, haben die immer noch was dran verdient. Also, das darf mir niemand erzählen. Richtig toll. Ganz, ganz super schöne Sticker. Die werde ich mir jetzt auf jeden Fall in meine Weihnachtskiste packen. Ach, die sind ja auch richtig süß. Und die geben dann nächstes Jahr tolle Weihnachtskarten ab. Also auf jeden Fall. Vielen Dank. Ah, da ist die Post. Ich habe die Post entdeckt. Ich habe die Post entdeckt. Oh, schaut mal, wie schön sie das gemacht hat. Wie schön sie das gemacht hat mit so Hortensien. Richtig toll. Mit so Brombeerblüten und Hortensien. Richtig süß. Ja. Die Karte werde ich mir nachher durchlesen in aller Ruhe, meine Liebe. Und dann bin ich gespannt, was du mir schreibst. Und was hat sie mir hier noch eingepackt? Sie hat alles so gut festgeklebt. Das ist der schiere Wahnsinn. Ah, sie hat eine Lama. Ach, das ist ja cool. Das sind Haftnotizen. Die gibt es auch beim Teddy. Schaut mal. Oder nee, das ist dieser Black, gell? Ja, das ist ja cool. Ja, super. Das passt ja richtig toll. Und hier haben wir Glitzersteine. Der Name fällt mir nicht ein. Und hier haben wir diese tollen Glitzersteine. Die finde ich ja auch so ultra cool, weil man sich die einfach einzeln so toll raustrennen kann. Und das ist so für so was Frühlingshaftes. Glitzern bunt, das ist doch traumhaft schön, oder? Wenn man das so sieht, da geht einem doch das Herz auf, wenn das so schön bunt ist. Also jetzt im Sommer oder im Frühling, da will man doch echt also einfach bunt haben. Und hier, was ist das hier? Das sieht so süß aus. Da hat sie mir so ein Zettelchen drauf gemacht. Blumigen Dank. Ach Gott, ist das süß. Ich werde mal schauen, ob ich das irgendwie... Oh, da hat sie aber ein stark klebendes
Foam Tape benutzt. Aber ich hab's, das sieht so süß aus. Eigentlich eine gute Idee. Man braucht nicht immer mega viel, gell? Ein Klecks Farbe, ein Blümchen, schönen Stempel. Das werde ich mir jetzt mal hier hinkleben. Sehr cool, vielen lieben Dank. Oh, was hat sie mir hier wieder eingepackt? Was hat sie mir hier eingepackt? Kleine Mini-Häschen, Holzstreudeko, total süß. Auch richtig schön, wieder bunt. Frühling ist bunt. Finde ich sehr cool. Die werde ich alle für nächstes Jahr benutzen. Für meine schöne Deko dann. Und hier haben wir solche Filzblümchen. Finde ich auch sehr schön, weil hier hat es auch so Vögelchen mit dabei, die auf dem Ast sitzen und Blumen und Schmetterlinge. Und das sind halt die Farben in so Pink und Grün. Das passt dann einfach alles wieder schön zusammen. Sehr, 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 sehr schön. So, dann haben wir hier, ach, hier hat sie mir nochmal was. Blumigen Dank. Ach, meine Liebe, du machst mir hier so süße Sachen. Das werde ich mal hier machen. Und da habe ich das andere noch. Ich danke dir. Das ist ja der Hammer. Ich hoffe, dass du dich auch so sehr freust über die Sachen, die ich dir gemacht habe und die ich dir reingelegt habe. Und das ist auch... ja, dass du es gebrauchen kannst vor allem und dass es dir alles gefällt. Hier hat sie mir nochmal so Streudeko. Ist auch sehr süß mit diesen Vögelchen. Vielleicht mache ich mir noch einen Frühlingskranz. Da kann man das ja auch immer irgendwie benutzen. Dann mache ich hier, das ist auch ein schönes Papier, das ist schön bunt. Aber du hast es echt sehr gut eingepackt. Das muss ich dir echt sagen. Oh, wow. Die sind ja cool. Die sind ja mega cool. Die sind vom Action. Und ich komme ja immer nicht ganz so oft zum Action, weil wir den ja nicht so unbedingt in der Nähe haben. Und wenn ich dann sowas sehe und dann denke ich mir, oh, jetzt fahre ich mal hin. Und dann fahre ich da ja knapp eine Stunde einfach. Und dann hat er das meistens nicht. Dann bin ich immer ein bisschen traurig. Aber jetzt habe ich die und die sind super schön. Die Sukkulenten sind ganz, ganz arg toll und sind auch wirklich relativ getreu. Also relativ, relativ echt, naturecht gemacht. Also finde ich sehr cool. Vielen Dank. Da freue ich mich riesig. Über solche Sachen freue ich mich ja immer, weil man die für alles benutzen kann. Man kann die wirklich für ein Album benutzen zur Dekoration oder auf eine Karte. Einen schönen Hintergrund gestalten. Und dann hat man dann schon was. Oh, ich habe einen. Wow, in Pink. Genial. Ich habe einen, so einen, wie nennt man das? Ein Planer. Ja. Cool. Ja, der ist ja richtig. Das ist echt genial. Das kann ich auch gut in die Handtasche stecken, weil der ist biegsam. Das muss bei mir immer so sein. Ja, den werde ich auf jeden Fall benutzen. Und dann kann ich auf jeden Fall hier meine Arbeitstage gut eintragen. Weil ich habe ja immer unterschiedliche Arbeitstage. Und mega die Farbe, oder? Geil. Leute, Pink ist doch einfach eine geile Farbe. Ich kann es nicht anders sagen. Die beste Farbe, die es gibt. Direkt nach Pink. Kommt Pink. Nee, ich mag Pink. Also Pink ist echt, das ist eine tolle Farbe. Und hier haben wir noch ein ganz großes Paket. Ein ganz großes. Da muss ich jetzt mal schauen, ob ich das... Oh, Ostersticker über Ostersticker. Aber da ist noch was drin. Das hängt wieder am Tesa. Oh, oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ein Gewaltigel war jetzt. Ein Gewaltigel. Ach, die sind ja süß. Ach, guckt euch die mal an. Die sind ja mal ultra süß. Die glitzern. Oh, die sind toll. Die habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Sehr, sehr süß. Ja, da freue ich mich. Vielen lieben Dank. Die sind total toll.
Wir haben ja noch ein paar Tage bis Ostern. Vielleicht mache ich noch eine Karte aus denen. Die finde ich ja ultra süß. Und die hier sind ja auch mal mega. Das sind so Puffy-Eier. Ach Gott, sind die süß. Und hier der Kleine. Und der zwinkert. Ach Gott, ist das süß. Also die sind echt niedlich. Die sind wirklich niedlich. Was mache ich denn mit denen? Auch jetzt muss ich mir noch was einfallen lassen. Und hier haben wir noch so, ja, so Mega-Sticker. Da muss ich mal schauen. Vielleicht mache ich die auf meine Eier drauf. Ein paar zumindest, weil ich möchte meinem Neffen ein paar vor die Türe stellen. Ich darf ihn ja zwar nicht sehen, aber wir können es ihm ja vor die Türe stellen, sagte mein Mann heute zu mir. Und da habe ich gedacht, ja, da hat er echt recht, weil ich habe nämlich heute Eier gefärbt. Und normal ist das immer so unser Onkel, Tante-Neffe-Ritual. Das machen wir normal immer zusammen. Und dann freut er sich auch immer, weil dann isst er die Eier nämlich auch. Sonst denkt er sich immer irgendwie, da ist was komisch in den Eiern, weil die so bunt sind und dann mag er sie nicht essen. Wenn er aber sieht, dass er sie selber gefärbt hat, ist irgendwie ein bisschen komisch, dann isst er sie. So, und dann kommen wir zum letzten. Oh, und sie hat mir ein kleines Einhorn eingepackt. Wie cool. Das ist ja goldig. Das ist so ein dickes, fettes Einhorn. Der ist so geil, oder? Der ist cool. Der kommt bei mir ins Auto. Dann hänge ich mir einen Spiegel. Das ist doch süß, das Teil. Ach Gott, der ist ganz kuschelig, weich. Ich habe immer nur Angst, wenn man die Sachen ins Auto hängt, weil dann ja die Sonne und so auch drauf knallt, dass die halt irgendwann einfach nicht mehr so schön sind. Ich habe mal von Eva so eine Eule bekommen, die war mintgrün und jetzt ist sie schon ganz blass und dann habe ich sie jetzt weggemacht vom Auto. Ja. Aber süß, vielen lieben Dank. Ja, eine bunte Ostertüte. Es ist echt unglaublich, was du mir alles geschickt hast, meine Liebe. Das Paket ist leer. Meine Stimme ist am Ende. Mein Tisch ist voll. Ich freue mich riesig über die ganzen Sachen. Und schaut euch mal dieses tolle Bild an. Ist es nicht schön? Es ist einfach schön bunt, frühlingshaft. Also das ist doch traumhaft hier. Das ist jetzt richtig, da geht mein Herz auf. Also Frühling muss bei mir bunt sein. Das ist einfach schön. Aus dem werde ich mir noch was einfallen lassen, auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr hattet genauso viel Spaß beim Auspacken wie ich und freut euch auch über diese schönen bunten Farben. Liebe Persephone, ich hoffe, dir gefällt das, was ich dir gemacht habe und eingepackt habe. Und wir hören und schreiben uns einfach wieder. Bis dahin, meine Lieben, macht's gut. Tschüss.